Was werden? So hieß ein gestalterischer Wettbewerb der Berufsberatung in Sachsen für Schüler der 9. und 10. Klasse. Aus über 650 Einsendungen wurden von der Jury die 10 Besten ausgewählt. Allein 5 von ihnen kamen aus dem Vogtlandkreis. Zusätzlich wurden 2 Sonderpreise vergeben. Einen dieser Preise konnte die Klasse 9c der Albert-Schweitzer-Schule in Plauen für sich verbuchen. Aus diesem Anlass bekam die Klasse am Donnerstag, den 23.01. reichlich Besuch. Bärbel Nöhring, die auch Mitglied der Jury in Chemnitz war, Wiegand Hempel und Wolfgang Heimann vom Berufsinformationszentrum waren dann auch sichtlich erfreut, der Klassensprecherin einen Scheck in Höhe von 300 Mark überreichen zu können. Aufgabe bei diesem Zeichenwettbewerb war gewesen, auf einem A3-Blatt den vielleicht zukünftigen Beruf darzustellen. Die Klasse verfehlte allerdings diese Aufgabenstellung etwas, da sie 16 Wunschberufe auf einem Plakat zusammenfasste. Aus diesem Grund auch der Sonderpreis. Das Geld wird aber bestimmt unterstützend bei der nächsten Klassenfahrt sein.